Hallo Freunde, ich bin mal wieder unterwegs. Heute auf den Pischmisser Höhen. Ich will zu einem Soldatenfriedhof. Und wenn ihr Lust habt, begleitet ihr mich einfach. Hier oben ist auch ein schöner Wald. Das ist mein Weg zum Parkplatz. Und das ist mein Weg, den ich gehen muss. Was ich jetzt tun werde, wir sehen uns später nochmal. Tschüss. So Leute, bin schon geraume Zeit unterwegs. Möchte euch mal den schönen Wald hier zeigen. Ein Buchenwald, Eichenwald. Einfach herrlich. Es ist jetzt mal gerade 7 Uhr. Bin ganz alleine unterwegs. Man hört nichts wie die Vögel und mein Gesabbel natürlich. So, dann wollen wir mal weitergehen. Herrlicher Wald. So Leute, bin schon geraume Zeit unterwegs und jetzt wird erstmal ein Kaffee gemacht. Ich befinde mich hier an der Spinne. Das ist eine Weggabelung, wo 6 Wege abgehen. Wir gehen da drüben den mittleren. Den hier. Und werden dann so in einer Dreiviertelstunde die Pischmisser Höhen erreichen. Hier rechts ist das Krumbachtal. Und links das Wugbachtal. Da kommen wir auch noch mal hin. So Leute, ich trinke jetzt mal meinen Kaffee und dann geht's weiter. So, ich bin jetzt am Aufgang zum Ehrenfriedhof und hier steht ein schöner Stein. Es zog der Krieg durch dieses Tal, Gott schütze uns vor großer Qual. Doch fielen unsere Söhne von der Heimat weit, Gott lohne ihr Opfer in der Ewigkeit. Hier ist nun der Aufgang zum Ehrenfriedhof. Dort oben ist er. So, ich werde jetzt mal da hochgehen. So, ich bin jetzt hier am Ehrenfriedhof. Ich werde auch nicht lange filmen. Hier lagen 56 deutsche Soldaten, die mittlerweile aber umgebettet wurden, so vor 50 Jahren ungefähr.
ein schönes, ruhiges Plätzchen. Es liegen nur noch die Namenstafeln auf den Gräbern. Ein schöner, idyllischer Platz. Wenn nicht diese Erinnerungen an diese unsägliche Zeit wären. So, Freunde. Ein schöner Buchenwald, unterstützt mit Eichen und Birken. Wunderbar. So, das war's für heute. Ich darf mich verabschieden. Mache mich jetzt auf den Rückweg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.